Welcome back auf dem Sephiroth-Plateau, wo wir gegen Sis Schmonski kämpfen. Der gute Boy hat sich gemeldet und ist jetzt hier am Start. Wir haben nochmal dasselbe Team dabei, denn ich habe wie im vorletzten Part mehr oder weniger ein bisschen Probleme gehabt, meine anderen Pokémon zu zeigen, weil Magiada einfach alles auseinandergenommen hat. Und in diesem Match will ich versuchen, ein paar andere Pokémon noch ein bisschen ins Spotlight zu rücken. Was ich sehe, ist, dass er eine massive Tarnsteinschwäche hat, weil er hat einen Sichlor. Und Sichlor wird normalerweise mit Evolit, also defensiv, gespielt. Aber ein Sichlor tankt halt auch nicht mehr allzu viele Hits, wenn es mal Tarnsteine gefressen hat, was vierfach effektiv ist. Holy shit. Danke, Wecker, dass du mir die Aufnahme zerfickst. Okay, deswegen werde ich auf jeden Fall wieder mit Potrot leanen. Ich werde mehr oder weniger genau dasselbe Setup fahren wie beim letzten Kampf. Einfach nur, um Tarnsteine und Dingens rauszubringen. Er könnte Defog auf Zapdos haben. Er muss Defog auf Zapdos haben. Alles andere würde gar keinen Sinn ergeben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass er eine Käferflug-Pokémon spielt, ohne Tarnstein Defog zu haben. Aber ich weiß halt nicht, wie erfahren Sis Schmonski ist, ne? Das ist halt mein Problem. Wenn ich wüsste, er ist ein erfahrener Spieler, dann wüsste ich, okay, Safety Fog drauf, aber so wird's schwierig. Yo, Mongoline! Oh, shit! Okay, in diesem Battle ist Harnsteine tatsächlich etwas wichtiger als Klebenetz, weil er hat nicht so viele schnelle Pokémon. Beziehungsweise Zapdos ist schnell, der Rest ist eigentlich langsam. Selfe ist noch so mittel, ne? Ich glaube 100er Base, kann das sein? Gardevoir ist irgendwo bei 80, 90 rum. Zapdos dürfte 106 oder sowas haben. Irgendwie ein bisschen mehr als 100 oder so. Maybe? I don't know, vielleicht auch nur um die 90er rum. Keine Ahnung mehr. So, Siedewasser kommt raus, sehr effektiv. Trifft Worms ziemlich gut, aber wir haben natürlich sehr gute Death-Werte. Und deswegen können wir hier die Steinchen und so rausholen, ne, wisst Bescheid. So, um ehrlich zu sein, will ich Final Gambit droppen? Die Sache ist, die Mongoline kann halt, ist halt ein Belebekraft-Pokémon und kann den Damage relativ gut rausnehmen. Von daher, was ist mir wichtiger? Weißt du was, ich gehe trotzdem mal fürs Klebenetz. Ich würde jetzt zwar gerne für den Wagemut gehen, aber nicht nach dem nächsten Siedewasser kann ich sowieso nicht mehr so viel Damage machen. Ne, von daher, nach dem nächsten Siedewasser würde es sowieso nur noch 20, 27 Damage machen und das ist definitiv keine, kein Setup-Wert, beziehungsweise nicht auszutauschen. So, jetzt werde ich auf jeden Fall auf Wagemut gehen, damit ich diese Runde safe sterbe. Ob er jetzt mich angreift oder ob er rausswitcht oder was auch immer er tun wird. Na, er geht auf Siedewasser, um Worms rauszunehmen. Er denkt sich wahrscheinlich so, yo, ich kann einfach mit Zapdos reinkommen und das Teil zerficken. Ne? Jetzt ist die Frage. Tatsächlich könnte ich zu Cesurio rein und einfach mal sehr, sehr viel Druck aufbauen. Will ich das tun? Ich glaube, ja. Was anderes habe ich nicht wirklich. Ja. Ich meine, ich könnte wieder zu Magierna rein. Aber, ne, wir wollen es heute mal ein bisschen anders machen. So, Cesurio, aka Centurio, sollte definitiv das Mongoline outspeeden. Und jetzt bin ich gespannt, was er tun wird. Sis Schmonski. Egal was reinkommt, es muss einen Abschlag tanken. Und ehrlich gesagt, Gardevoir will keinen Abschlag tanken. Yo, hat er Zapdos mit Beulenhelm? Elektor. Er hat Zapdos mit Beulenhelm. Er hat Zapdos mit Beulenhelm, was aber schon mal Damage friest. Er hat den Z-Move. Okay. Freunde, ich will ganz kurz meine Strategie erläutern, weil sie wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Centuro hat Siegeswille. In der 7. Gen, beziehungsweise in Ultrasonne, Ultramond, ist es sehr, sehr, sehr Carmen,
dass man auf allen möglichen Pokémon Defog, aka Auflockern, spielt. Denn Auflockern ist in dieser Gen eine Move-Tutor-Attacke. Auflockern macht, dass Klebenetz, Tarnsteine, alles komplett weggesweept wird, okay? Aber sie senkt auch den Fluchtwert des Gegners. Und wenn Centuros wenn Centuros Stats gelowert werden, wie zum Beispiel der Fluchtwert, was für ihn absolut nicht von Belangen ist, dann aktiviert sich sein Siegeswille und sein Angriff kommt instant auf plus 2. Okay, und das ist halt ziemlich heftig. So, jetzt ist die Frage, geht auf den Z-Move? Ja. Er hätte roosten können, aber dann hätte er noch einen weiteren Abschlag tanken müssen und den hätte er wahrscheinlich nicht mehr so einfach getankt. Das bedeutet, er muss für den Z-Move gehen. Ich habe gesehen, dass er den Z-Kristall hat, weil ich ihm kein Item abgeschlagen habe. Das bedeutet, seine Win-Condition ist jetzt tot. Und jetzt wird es unglaublich schwer für ihn, irgendwie etwas zu tun. So, First Love kommt rein. Okay. Das Ding fliegt auch, deswegen wird er mich wahrscheinlich outspeeden, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, er wird mich outspeeden, aber mein Cesurio... glaube ich, dass Tiefschlag reichen wird? Ich könnte halt zu Atlas rein. Tatsächlich. Ich habe jetzt hier ehrlich gesagt keinen Grund, um drin zu bleiben mit Centurio. Ich würde zwar gerne drin bleiben und das Ding rausnehmen, aber ich habe keinen Grund. Ich kann einfach rausgehen, den Bedroher droppen. Na. Ja. Beulenhelm? Oh, stimmt. Auf diesem Ding habe ich gar keinen Beulenhelm mehr. Das ist ja ein anderes Landris, ein anderes Set. Auf jeden Fall crittet er mich, der Junge. Ist gar nicht nett. Hat ziemlich wehgetan. Ne? Der Bedroher hat nicht so viel gebracht mit diesem Crit. Auf jeden Fall ist sein Sichlor jetzt safe tot, weil Tarnsteine. Ich weiß nicht, ob das der beste Move war. Er hätte mir Damage machen sollen. Vielleicht hat er keine Kreuzschere gehabt. Vielleicht hat er irgendwie Sword Stance. Oder warte mal, Käferbiss spielt man ja eher. I don't know. Auf jeden Fall, das Ding hat Schwebe. Und mit Kraftreserve mache ich hier auch nicht allzu viel. Ich gehe fürs Auflockern. Natürlich gehe ich nicht fürs Auflockern, goddammit. Als ob ich hier meine eigenen Tarnsteine und so weghaue. Ehrlich gesagt hat er zwei Flug-Pokémon und ein Schwebe-Pokémon, was nicht von dem Dingens, ne? Das ist interessant. So, ich würde gerne Stanky in diesem Battle noch zeigen, aber um ehrlich zu sein, will ich jetzt nicht eine Psychokinese tanken oder so. Oh, Tarnsteine. Interessant. Er geht also auch für die Tarnsteine. Okay, my boy. Ich gehe für den Abschlag. Ich gehe straight für den Abschlag. Er könnte jetzt zu Sichlor gehen und ihn sacken. Ich glaube nicht, dass Uxi irgendeinen Move hat, um mich zu OKO'n. Glaube ich nicht. I don't think so, boy. Aber er hat jetzt Tarnsteine draußen. Das ist gut für ihn. Denn mein Mega-Sichlor ist natürlich auch Flugkäfer und wird sehr, sehr viel Damage nehmen. So, First Love, ja. Gefährlich. Wäre ich auf den Schwertanz gegangen, was man sehr gerne machen kann, weil ich immunisiere Psychoattacken und Feenattacken töten mich nicht. Dann wäre ich jetzt auf plus 2 gewesen, aber ich will ehrlich gesagt auch nicht massivst übertreiben. Ne? Ja, obwohl viel machen kann er eh nicht mehr. Ich habe... Oh, der Siegeswille hätte vorher Oh, wow. Obwohl, es hätte eh keinen Unterschied gemacht, weil der Siegeswille natürlich nur den Angriff stärkt. Außer sie hätte einen Gigastoß Mega Gardevoir gehabt oder so. Das wäre krass. So, auf jeden Fall, ich outspeede und ich gehe auf den Eisenschädel. Und das ist ein Sap-Eisenschädel, sehr effektiv. Das tankst du niemals, Boi! Bye! Ja, ich habe gute Teams dabei, ne? Ich habe echt gute Teams. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe mir diesmal
sehr viel Mühe gegeben beim Teambuilding. Ich habe mir irgendwelche YouTube-Videos angesehen, mal geguckt, warum verwenden die diese Pokémon, wie sie verwenden und so weiter. Im selben Team und. Und es funktioniert. Es sind sehr, sehr stabile Teams. Ich habe mich, wie gesagt, sehr vom PokéAMD inspiriert. Also ich habe sehr viel Pokémon von ihm einfach mehr oder weniger kopiert. Und verwende gerade mehr oder weniger so seine Teams oder Teile seiner Teams. Und sie funktionieren unglaublich gut. Sie sind super effektiv. So, ich gehe auf einen Abschlag. Bah! Ho! Wahlglas, Heitaira? Oh no, das hätte ich gerne gesehen. Vielleicht Schallwelle oder so. Oder Fireblast, wahrscheinlich, ne? Er dachte so, yo, ich bin bulky, ich tanke diesen Abschlag, jetzt gehe ich rein zu Fireblast, aber nope. Ja, eigentlich war's das, oder? Ich glaube, das war's. Ich glaube tatsächlich, das war's. Ich kann auf Abschlag drücken und das Game gewinnen. Das reicht nicht, wow. Okay, Beulenhelm, Crit-Burn würde jetzt, leider kein Crit. Oh, true. Ha! Da war was. Ich hatte Brunusbeere. Wird das ein weiteres 5-0? Why? Why gehst du zu Uxie? Ah, wegen Belebekraft. I understand. Er versucht nochmal, sein Pokémon zu retten. Das hatte eine Maronbeere. Es hat Erholung? Wow. Ja, Mongoline kommt zurück in den Kampf. Und das ist einfach der Grund, weswegen Cesurio so fucking gefährlich ist, Leute. DPL, erster Kampf gegen Bene. Sag mir etwas anderes. Sag mir, dass das Ding nicht ein absoluter krasser Threat ist, Leute. Cesurio ist eins der krassesten Pokémon ever. Tiefschlag. Da brauchst du kein Item haben für. Mein Angriff ist auf 70 und das war's. Wir gewinnen 5-0 gegen Sis Schmonski. Und das war solide. Alright, Freunde, ich bin mir tatsächlich am Überlegen, ob ich dieses Team nochmal verwenden soll. Einfach weil wir, naja, im ersten Match haben wir Potrot und Magierna gesehen. Im zweiten Match haben wir Potrot und Cesurio gesehen. Dieses Team ist stark. Dieses Team ist stark. Falls ihr echt ein krasses Team haben wollt, nehmt dieses Team. Es ist echt verdammt gut, muss ich sagen. Ich habe noch nie mit diesem Team gespielt. Und die Gegner haben gemisplayed definitiv und sie haben auch weniger Power gebracht. Aber sie haben nicht schlecht gespielt und dennoch waren sie absolut unterlegen, weil dieses Team einfach massiv heftig ist. Alright, Freunde, aber das war's für den heutigen Part. Guckt auf Games Rocket und im Schlingel-Shop vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part wieder mit vielleicht demselben oder auch schon dem neuen Team. I don't know, wir werden sehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zusehen und für die Daumen und für die netten Kommentare und fürs Dabeisein. Und bis dann.